hochverehrtes Publikum. Aus der Redoute in Bonn begrüßen wir Sie ganz herzlich zur diesjährigen Gala der deutschen Wissenschaft. Und hier sind Ihre Moderatoren, Professor Bernhard Kempen und Gundula Gause. Herzlich willkommen zur Gala der deutschen Wissenschaft. Vom Deutschen Hochschulverband in diesem weiteren Corona-Ausnahmejahr zum 12. Mal ausgerichtet. Im vergangenen Jahr musste ja aus bekannten Gründen alles abgesagt werden. So grüßen wir Sie heute ganz herzlich, diesmal aus der herrlichen Bonner Redoute. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, das konnte und wollte der DHV für dieses weitere Pandemiejahr nicht noch einmal akzeptieren. Deswegen freuen wir uns sehr, dass Sie unsere Einladung zur virtuellen Gala der Wissenschaft annehmen. Und so sind wir nun virtuell versammelt, wie so oft in dieser Zeit, und haben auch ein strafferes Programm vor uns, straffer, als wir es bei unseren letzten Zusammenkünften in Berlin im wunderschönen Konzerthaus erlebt haben. Ich freue mich, Sie und die DHV-Gala der Wissenschaft zum 6. Mal begleiten zu dürfen. Wie Gundula Gause sagt, wir haben eine konzentrierte Veranstaltung vor uns, mit der wir auch zeigen wollen, die Wissenschaft kreist nicht nur um Corona. Großartige Leistungen in der Hochschullandschaft verdienen Anerkennung und Auszeichnung. 7 verdiente Protagonisten oder hervorragende Projekte werden Sie erleben. In kurzen Filmen und auch in einem Gespräch hier in der Bonner Redoute. Verzichten müssen wir leider auf die persönlichen Begegnungen sowie auf die gewohnten Laudationes illustrer Redner und die Präsenz der PreisträgerInnen in Persona. Aber ich kann Ihnen versprechen, in den Filmen ist viel drin und Sie erfahren wieder Hochinteressantes aus Ihrer Hochschulszene. Zudem auf Musik wollen wir auch nicht verzichten. Freuen Sie sich auf ein bereicherndes Musikerlebnis. About Aphrodite. Das ist ein international sehr erfolgreiches Projekt der Bochumer Gilda Rasani und Hans Wanning. Eine aufregende Mischung aus Jazz, Klassik, Improvisationen und elektronischer Musik. Auch mit einem Theremin. Hier ein 30-Sekunden-Appetizer. Wir beginnen mit den Auszeichnungen und hier können Sie sich auf die gewohnt exzellent gemachten Filme freuen, die diesmal also auch die Laudationes beinhalten, sowie Worte des Dankes der Ausgezeichneten. Es geht los mit der Wissenschaftsstiftung des Jahres. Dabei handelt es sich um einen Preis der Deutschen Universitätsstiftung und des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. Gemeinsam stellen Sie ein Preisgeld von 10.000 Euro zur Verfügung. Und ausgezeichnet wird in diesem Jahr die Einstein-Stiftung Berlin. Und damit geht es also wieder in die Hauptstadt vom Land Berlin. 2009 gegründet, will die Stiftung vor allem den Wissenschaftsstandort Berlin fördern. Eine Erfolgsgeschichte von Spitzenforschung, in der Albert Einstein per Du begegnet wird. Lassen Sie sich überraschen, die Einstein Foundation in 3 Minuten. Das Credo der Einstein-Stiftung ist einfach. Berlin hat Strahlkraft und ist ein perfekter Ort für Wissenschaft und Forschung. Räumlich betrachtet ist das Engagement der Stiftung ebenfalls klar umrissen. Wir sind eine Berliner Stiftung und das Kapital kommt zu 2 Dritteln vom Senat von Berlin. Das heißt, wir sind gehalten, dieses Berliner Geld in Berlin auszugeben. Für die Wissenschaft in Berlin. Spitzenforschung aus der Hauptstadt, das ist der Fokus der Einstein-Stiftung. Sie möchte Exzellenz fördern, dort wo es sie schon gibt, und neu schaffen, wo sie noch nicht existiert.
Wir haben zwei zentrale Elemente. Wir fördern Themen, aber wir fördern vor allem Persönlichkeiten. Also, wenn eine Universität eine neue Berufung macht, dann kann man bei uns Geld für diese Neuberufung beantragen. Und das sind dann sogenannte Einstein-Professuren. Da helfen wir bei der Etablierung von persönlicher Exzellenz in dieser Stadt. Einstein-Zentren sind interdisziplinäre Netzwerke, frisch, neu, innovativ und bewusst jenseits der gängigen Strukturen. Auch sie sind langfristig angelegt auf ein Leben nach der Einstein-Förderung. Wenn jemand Einstein-Zentrum war, dann ist die Erwartungshaltung, dass sich das dann verselbstständigt. Wir wollen auch mit diesen Zentren die Wissenschaftler so weit bringen, dass sie auch gutes europäisches Geld in die Stadt holen. Das ist das Ziel, was wir haben, Enabler zu sein für die Wissenschaftler und für die Wissenschaft. Die Einstein-Stiftung Berlin ist zwar noch recht jung, aber bereits eine richtige Erfolgsgeschichte. Sie hat viel für die Spitzenforschung in Berlin bewegt. Und was mir besonders wichtig ist, sie hat uns geholfen, diesen besonderen Berliner Spirit der Kooperation aufzubauen, innerhalb der Stadt, aber auch darüber hinaus international. Sie ist ein echter Schatz, auf den wir zu Recht stolz sein können und für den wir auch von vielen Seiten Anerkennung erhalten. Gestatten Albert das Heft zur Stiftung. Berliner Wissenschaft in Magazinform. Ausdruck innigster Verbundenheit der Stiftung zu ihrem Namensgeber. Mit unserem Magazin Albert haben wir ja Folgendes gemacht, dass wir uns Einstein nicht nur als Mythos genähert haben, sondern wir haben ja ganz praktisch in das Leben hereingenommen, indem wir auch Duzen und Albert zu ihm sagen, was eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass er einer von uns ist und uns permanent über die Schulter blickt. Albert, Einstein und die Stiftung. Ausgezeichnet. Das ist ein wirklich nicht nur schöner, sondern im Wortsinn gewichtiger Preis. Herzlichen Dank. Gewichtig, wirklich. Und wer mehr über Simply Einstein erfahren möchte, dem sei ein Besuch auf der Website wärmstens empfohlen. Glückwunsch zum genialen Gesamtengagement. Wir kommen nun zum Goethe-Medienpreis für Hochschul- und wissenschaftspolitischen Journalismus. Dieser Preis der Goethe-Universität Frankfurt in Zusammenarbeit mit der Fazit-Stiftung wird zum dritten Mal auf der Gala der Wissenschaft vergeben. Die Jury hat aus der Menge an Bewerbungen drei Preisträger definiert. Der dritte Preis mit einem Preisgeld von 1.000 Euro geht an Martina Keller für ihren Artikel Tod wider Willen, erschienen in die Zeit. Und der zweite Preis mit einem Preisgeld von 1.800 Euro geht an Nele Rössler für den Podcast Modellierungen Nerdwissen im Fokus, gesendet im NDR. Und der erste Preis mit einem Preisgeld von 4.000 Euro an Patrick Bauer, Patrick Illinger und Till Krause für ihren Artikel Wunschdenken, erschienen im SZ-Magazin. Zwischenbemerkung aus der Nachrichtenredaktion. Es ist eine große Herausforderung, Wissenschaft adäquat journalistisch aufzubereiten und verständlich zu machen und dabei noch die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich spreche auf die hochaktuelle Frage des Umgangs des wissenschaftlichen Betriebes mit seinen Stars an. Wie das gelingen kann, das sehen Sie jetzt. Auf der Spur eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens, auf der Suche nach der Wahrheit. Die Journalisten des SZ-Magazins. Die unheilbare Nervenkrankheit ALS lähmt Patienten so umfassend, dass sie nicht mehr in der Lage sind zu kommunizieren. Der Tübinger Professor Nils Birbaumer behauptet, die Gedanken dieser Menschen entschlüsseln zu können. Birbaumers Fachkollegen bezweifeln es. Doch nur ein junger Informatiker wagt es, gegen den Starforscher vorzugehen. Und da war uns klar, na, wenn das stimmt, was dieser Whistleblower vorträgt, dann fällt das alles in sich zusammen. Die
Die Geschichte hat alles, was Journalisten sich wünschen. Einen Star und seine fantastischen Forschungsergebnisse, eine Wissenschaftscommunity, die diesen Star feiert. Erfolge, fast zu schön, um wahr zu sein. Und dann die ersten Zweifel an deren Echtheit. Es gab einen jungen Informatiker, auch von der Universität Tübingen, der zwischenzeitlich in dem Team von Professor Niels Birbaumer mitgearbeitet hat und der die Datenlage nicht überzeugend fand. Und das machte er erstmal intern geltend, diese Einwände, und wurde da aber nicht gehört. Und so wandte er sich an uns beim Süddeutsche Zeitung Magazin. Für die SZ-Journalisten war schnell klar, wie sensibel ihre Recherche war. Denn der Professor erschien nicht als klarer Hochstapler. Er als ein Forscher mit ursprünglich hehren Zielen, der sich nun verrannt hatte und nicht umkehren wollte. Je länger sie recherchierten, umso spannender wurde ihre Geschichte. Wir fanden ja raus, das fand ich total bemerkenswert, dass seit Jahren diese Geschichten über Herrn Birbaumer kursierten, dass man sich hinter vorgehaltener Hand auf den Fachkongressen sagte, der Gedankenleser von wegen, da kann nichts dran sein, wir kennen diese Daten alle. Aber niemand hat sich getraut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und da war uns klar, es geht nicht nur um diesen Einzelfall, es geht nicht nur um diese Daten, sondern es geht darum, wie geht der wissenschaftliche Betrieb mit Sorgfalt um und mit Stars auch. Denn dieser Mann war ein Star. Die Zeitung lässt die Forschungsergebnisse selbst noch einmal überprüfen und erhält ein klares Ergebnis. Alle Zweifel an Birbaumer werden voll bestätigt. Der Gedankenleser hat geschummelt. Und das vermeintliche Wunder ist in Wahrheit ein Skandal. Diese Ergebnisse geben diese Sensation nicht her. Es kann nicht gesagt werden, man könne die Gedanken lesen. Der SZ-Artikel löst quasi ein Erdbeben aus. Die deutsche Forschungsgemeinschaft attestiert wissenschaftliches Fehlverhalten. Der Professor und seine Forschung werden sanktioniert. Eine enorme Wirkung für einen Zeitungsartikel. Er sorgfältig recherchiert, überzeugend belegt und er liest sich spannend wie ein Krimi. Das zeichnet den Beitrag des Autorenteams des Magazins der Süddeutschen Zeitung aus. Die Jury findet, das ist Qualitätsjournalismus par excellence. Herzlichen Glückwunsch zum Goethe-Medienpreis. Ja, einfach gut und verdient ausgezeichnet. Glückwunsch an die Kollegen. Das Studieren, insbesondere in diesen Zeiten der Pandemie, ist und bleibt eine individuelle Herausforderung für die Studierenden, die auch und gerade in dieser Zeit erfahren, es geht nur im Team, es geht nur gemeinsam. Die Leistungen der Studierenden wollen wir jetzt würdigen mit dem Preis für den Student des Jahres. Gemeinsam ist das Stichwort. Zunächst, es ist ein gemeinsamer Preis des DHV und des Deutschen Studentenwerks. Er wird zum 6. Mal vergeben. Das Preisgeld, 5.000 Euro, kommt vom Stifterverband der Deutschen Wissenschaft, der gemeinsamen Initiative der Wirtschaft für die Wissenschaft. Der Wert der Gemeinsamkeit kommt auch in der Juryentscheidung für den Preisträger zum Ausdruck. Ausgezeichnet wird die studentische Initiative Tech Academy der Goethe-Uni Frankfurt am Main. Sie tragen Technik im Namen und trotzen den Klischees. Die Studierenden aus Frankfurt bilden ein bunt gemischtes Klüppchen, jedoch eins mit klarem Ziel: Digitalkompetenz für alle. Aus der Not geboren vor 2,5 Jahren. Da saß ich zusammen mit Nathanael und Joel im Seminarhaus und wir haben gesagt, okay, wir wollen irgendwas mit Digitalisierung machen. Wir haben gemerkt, dass wir viele Buzzwords im Kopf haben, aber nicht wirklich verstehen, was dahinter steckt. Und aus diesem Gedanken heraus haben wir dann gemerkt, okay, die Themenfelder wie Machine Learning oder Data Science sind eben die heißen Themen. Und da haben wir dann immer weiter unser Angebot weiter rausgearbeitet und geschärft. Inzwischen ist die Tech Academy eine feste Größe bei vielen Studierenden in Frankfurt. Sie alle wissen, die Welt wird digitaler, die Ansprüche zukünftiger Arbeitgeber steigen. Und Coding-Skills werden immer selbstverständlicher. Deshalb gehören das Programmieren und gemeinsame Coding-Sessions hier zum Standardangebot. Also uns war es besonders wichtig, ist das Herzstück unseres Vereins, dass die Leute mindestens ein grundlegendes Verständnis vom Programmieren bekommen, in den Bereichen Data Science und Web Development.
Die Ehrenamtler der Tech Academy arbeiten trotz komplexer Themen bewusst niedrigschwellig. Jeder soll bei ihren Angeboten mitmachen können. Jeder und jede. Unser Team ist relativ ausgeglichen. Wir versuchen da immer Hälfte-Hälfte zu haben, also Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Aber auch bei den Teilnehmern achten wir sehr stark darauf. Wir haben wirklich versucht, dass die Kohorte wirklich so bunt wie möglich ist. Wir hatten Anfänger, wir haben Fortgeschrittene, wir hatten Psychologen, wir hatten BWLer, wir haben Männer und wir haben Frauen. Und damit hat die Tech Academy neben einer vielfältigen Community vor allem ein Konzept, das Aufmerksamkeit erregt. Unter den vielen Bewerbungen, die eingereicht worden sind, ist mir Tech Academy gleich sofort ins Auge gefallen. Und zwar deshalb, weil sie wirklich einen völlig neuen Ansatz verfolgen. Man spricht Studierende an in einem Feld, was nicht normalerweise allen Studierenden offen steht. Und ich denke, es ist eine tolle Sache. Und insofern haben wir uns entschieden, dieses Projekt zu würdigen. Kann Technik die Welt retten? Das fragte die Tech Academy zuletzt bei einer selbstorganisierten Digitalkonferenz mit 1000 Teilnehmern aus 60 Ländern. Dabei auch potente Partner aus der Wirtschaft, die von der Tech Academy ziemlich überzeugt sind. Ich glaube, die Partner haben von Anfang an so ein gewisses Feuer in unseren Augen gesehen, dass wir wirklich nicht drauf aus sind, irgendwie Geld zu verdienen. Wir sind wirklich drauf aus, den Leuten was richtig Geiles zu bieten. Solides Handwerk, gepaart mit vielen guten Ideen, das rückt die Tech Academy in den Fokus und zeichnet sie aus. Vielen, vielen Dank, wir haben uns sehr gefreut. Da kann man nur wow sagen. Heiße Themen von einer guten, bunten Truppe aufbereitet und vor allem hochaktuell in Sachen Digitalkompetenz und Web-Development. Vor einer Woche noch konnte ich die Luft an der Goethe-Universität in Frankfurt schnuppern und auf dem Campus der Mainzer Johannes-Gutenberg-Uni erlebe ich ebenfalls viele niedrigschwellige Angebote. Da hat sich die Welt ganz schön schnell gedreht seit früheren Studentenzeiten. Nach diesen ersten Ausflügen in die Welt der Wissenschaft, jetzt also Musik about Aphrodite. About Aphrodite werden wir zum Schluss der Gala noch einmal erleben. Jetzt kommen wir zur Auszeichnung des Nachwuchswissenschaftlers des Jahres. Dabei handelt es sich um einen Preis von Academics, dem Stellenmarkt für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung der Zeit und der vom Deutschen Hochschulverband herausgegebenen Zeitschrift Forschung und Lehre. Das Preisgeld beträgt 5000 Euro. Die Jury hat sich entschieden für Dr. Dr. Hanjo Hamann
vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Herrn Dr. Hamann, und nicht nur ihn hätten wir zu gerne hier persönlich kennengelernt, aber auch hier lohnt googeln und ein Besuch wenigstens im Netz. Oder eben unser Filmporträt über einen bemerkenswerten Juristen hier in Bonn. Volle Konzentration auf die Jurisprudenz. Doch auch andere Einflüsse sind erwünscht bei Hanjo Hamanns Forschung. Von links und rechts der Wissenschaft, Zahlen und Algorithmen etwa. Ich bin Jurist, der sich mit Digitalisierungsfragen beschäftigt und versucht, Brücken zu bauen zu digitalen Geisteswissenschaften, aber eben auch Sozialwissenschaften. Und versucht, neue Instrumente neben die alten zu stellen, um in bestimmten Bereichen einen besseren Überblick zu bekommen, als man bisher hatte. Grundlage seiner Arbeit sind Texte. Viele Texte. Sehr viele Texte. Sie zu finden ist nicht immer leicht und Unterstützung somit stets willkommen. Hanjo Hamann geht es um den Überblick im juristischen Lektüre-Dschungel mit dem Ziel, dadurch neue Einblicke zu erhalten. Ich verstehe die Rechtswissenschaft eher als Textwissenschaft und vor dem Hintergrund als eine Geisteswissenschaft und versuche deshalb, methodische Zugänge zu wählen, die eher geisteswissenschaftlich sind. Ich versuche eben größere Textsammlungen auszuwerten und irgendwie aus größeren Textsammlungen Einsichten zu gewinnen, die über den einzelnen Text hinausreichen. Gewissermaßen Muster im Textmaterial. Hanjo Hamann ist Suchender auf einem ziemlich neuen Feld der empirischen Erforschung des Rechts. Etwa durch Rechtslinguistik. Und hat sich dort einen Namen gemacht. In einem Bereich, der auf das Miteinander unterschiedlicher Disziplinen setzt. Das Faszinierende an Hanjo Hamann ist, dass er nicht nur ein ausgezeichneter Jurist ist, sondern dass er so tief einsteigt in diesen beiden Disziplinen, die Sprachwissenschaft und die Jurisprudenz, dass er diese beiden Dinge so fantastisch zusammenbringt und zu neuen Erkenntnissen kommt. Das hat uns so fasziniert und überzeugt. Dabei geht das Engagement des 34-Jährigen sogar noch weit über seine Forschung und Lehre hinaus. Doch er selbst bleibt vor allem eins, bescheiden. Ich bin ein Rechtswissenschaftler, der versucht, neue methodische Zugänge zu erproben und neben die hergebrachte juristische Methode eben auch Methoden anderer Disziplinen zu setzen, um zu sehen, was wir daraus lernen können. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich sehr über diese Auszeichnung. Glückwunsch an Herrn Dr. Hamann, dessen Dankesworte wir nun natürlich zu gerne live hier erleben würden. Aber auf unserer virtuellen Gala müssen wir nun weiter arbeiten und kommen nun zur Würdigung des Rektors des Jahres. Das Preisgeld, 10.000 Euro, ist von den Santander-Universitäten Deutschland gestiftet worden. Mit dem Preis würdigt der DHV eine vorbildliche Amtsführung. Das jedenfalls haben die Mitglieder in einer Online-Umfrage bestätigt. Der Preisträger wurde bislang noch nicht veröffentlicht. Sie erleben nun eine Premiere. Geehrt wird Herr Professor Michael Hoch, Rektor der Universität Bonn. Natürlich ist er vielen bekannt, nicht zuletzt, da er die Auszeichnung zum wiederholten Mal erhält. Die Mitglieder des DHV haben Herrn Professor Hoch erneut zum Rektor des Jahres gewählt. Und hier wünschen wir uns nun eine kleine Laudatio. Bitte, Herr Professor Kempen, walten Sie Ihres Amtes. Vielen Dank. Seit 2009 ruft der DHV seine Mitglieder einmal jährlich dazu auf, die Fähigkeiten und Kompetenzen des Rektors bzw. des Präsidenten ihrer Hochschule anhand eines Eigenschaftskataloges zu bewerten, der gemeinsam mit dem Zentrum für Evaluation und Methoden der Universität Bonn entwickelt worden ist und auch von diesem Zentrum ausgewertet wird. Drei Rektoren haben sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Auf Rang 3 landete der Rektor der Universität Hohenheim und Sieger des Jahres 2016, Professor Stefan Dabbert. Platz 2 geht an den Neueinsteiger, Professor Thomas Puhl, Rektor der Universität Mannheim. Und Platz 1 ging an Professor Michael Hoch von der Universität Bonn, der damit seinen Vorjahressieg
eindrucksvoll bestätigen konnte. Wir erinnern uns gerne. Die Universität Bonn ist unter seiner Ägide mit insgesamt 6 Exzellenzclustern und der zusätzlichen Auswahl als Exzellenzuniversität zur erfolgreichsten Universität im Extra-Wettbewerb avanciert. Magnifizenz hoch ist es dabei ganz offensichtlich gelungen, die divergierenden Interessen seiner Universität unter dem Slogan »We invest in people, we foster networks, we create impact« erfolgreich zu bündeln und auszugleichen. Unverändert sehen 70% der für ihn Abstimmenden beim Rektorenranking in ihm eine ideale Besetzung. Seine Kompetenzen und Fähigkeiten werden durch die Bank mit sehr gut bewertet. Führungsstärke und Innovationspotenzial, aber auch hervorragende Kommunikationsfähigkeit und große Empathiefähigkeit werden ihm attestiert. Zu Recht wird Magnifizenz hoch dafür als Rektor des Jahres geehrt. Mein Dank geht zugleich an Santander-Universitäten, die diese Auszeichnung mit einem Preisgeld von 10.000 Euro für ein hochschulbezogenes Projekt auch in diesem Jahr großzügig unterstützen. Und jetzt darf ich ihn hier bei uns begrüßen. Magnifizenz hoch! Herzlichen Glückwunsch, Magnifizenz. Ich darf Ihnen diesen Preis im Namen des Deutschen Hochschulverbandes überreichen. Herzlichen Dank. Und wir gratulieren allesamt das Publikum virtuell. Ich stellvertretend herzlichen Glückwunsch. Ein Wort des Dankes von Ihrer Seite. Auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich riesig und bin sehr stolz über diesen Preis. Ich möchte mich natürlich bedanken bei allen Mitgliedern des Deutschen Hochschulverbandes, natürlich den Mitgliedern meiner Universität, die mich auch gewählt haben. Es ist eine große Freude, kam unerwartet, dass es dieses Jahr wieder klappt, ist eine große Ehre für mich. Es ist natürlich alles auch nur möglich, denke ich, wenn man ein gutes Team hat in der Universität, ein gutes Rektoratsteam zum Beispiel. Und ich bin mir bewusst darüber, dass es letztendlich, sagen wir, dieses Team ist, was mich getragen hat, auch im letzten Jahr. Und ich glaube, ein bisschen ist es auch deren Auszeichnung. Also noch einmal ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr. Ja, Herr Professor Hoch, jetzt sind Sie unser einziger Gast, der reale Gast hier auf dieser Gala. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen, dass wir uns noch ein bisschen unterhalten. Schön, dass Sie da sind. Wunderbar. Herr Professor Hoch, wir freuen uns sehr über diese reale Begegnung, während draußen ja alle im Online-Modus sind. Wie erleben Sie dieses jetzt wohl dritte Online-Semester mit, ich habe gehört, 1000 Videokonferenzen an Ihrer Uni Bonn? Ja, wie ist das für Sie? Das erzeugt viel Stress, aber jetzt nicht nur für uns in der Hochschulleitung und natürlich auch für die vielen Lehrenden, sondern eben hauptsächlich auch für die Studierenden. Und ich denke, das ist nicht angenehm, wenn man die Universität so gar nicht kennenlernt, gell? Sondern wenn man die eigentlich nur digital dann auch miterlebt. Da geht sehr viel verloren und ich würde mich wirklich freuen, wenn die Studierenden eben jetzt dann bald auch wieder zurückkommen könnten in die Universität. Da werden sich sehr viele freuen. Lassen Sie uns über die Auszeichnung sprechen. Was bedeutet das für Sie, dass dieser Preis keiner der Jury ist, sondern ein Abstimmungspreis? Ja, zunächst mal, ich denke, es ist so, man ist auch glücklich, wenn man einen Jurypreis bekommt. Ich bin ja auch häufig in Jurys tätig und habe selbst auch schon Preise von Jurys bekommen und da freut man sich natürlich. Aber dieser Preis ist doch was Besonderes, weil die Betroffenen, also die Universitätsmitglieder, die Mitglieder des Deutschen Hochschulverbandes hier abstimmen über die eigene Arbeit. Und ich glaube, das ist ein besonderer Vertrauensbeweis und das ehrt mich natürlich besonders, dass ich hier so positiv beurteilt worden bin. Sie erleben ja viele Kollegen, Rektorenkollegen. Was zeichnet denn einen guten Rektoren aus? Ui, das ist eine schwierige Frage. Ja, ich denke natürlich, dass man auch nur dann wirklich vorankommen kann in einer Universität, was die Leistungsfähigkeit zum Beispiel anlangt in Wettbewerben. Wenn man tatsächlich es schafft, die Universitätsmitglieder ja auch in Verwaltung, in der Forschung, in der Lehre zu motivieren, und dafür sorgt, dass die vielleicht manchmal sich gemeinsam hinter ein Ziel versammeln können.
Und dadurch muss man natürlich eine besondere Kommunikationsfähigkeit haben. Ich glaube, das gehört auf jeden Fall dazu. Man muss zuhören können, aber man muss auch neugierig sein und muss erspüren können, welche Talente diese Mitglieder der Universität haben. Und man muss die zur Entfaltung bringen. Und ich denke, dass es deswegen wichtig ist, besonders wertschätzend zu sein, dass man auch manchmal Kompromisse machen muss. Kompromissfähigkeit gehört dazu. Und man muss natürlich auch immer bereit sein zu lernen. Das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Und das über Fakultäten hinweg, in die breite Studentenschaft, in die Breite ja, Ihrer ganzen Universität hinein. Wie lässt sich denn gute Amtsführung lernen? Ja, ich glaube, man lernt da immer dazu. Es ist ja doch so, dass bei vielen Hochschulrektorinnen oder Rektoren oder Präsidentinnen und Präsidenten, dass die direkt aus der Wissenschaft kommen. Also die haben nicht so viel Erfahrung. Die haben vielleicht auch ein Talent, gell? Und das ist das Talent der Kommunikation zum Beispiel oder eben neugierig zu sein, engagiert zu sein. Und ich glaube, man muss eben in diesem Beruf immer dazulernen. Man muss eben halt bereit sein, auch sich mit anderen auseinanderzusetzen und dann auch fähig sein, kreativ Ideen zurückzuspiegeln, neu zu entwickeln. Aber ich glaube, man lernt da auch in jedem, wie in jedem anderen Beruf, jeden Tag. Ihre Uni, die Universität Bonn, zeichnet sich ja schon durch einige Exzellenz aus. Welche Zukunftspläne haben Sie und welche Rolle spielt da der Preis? Nun, wir gehören jetzt natürlich mit unseren 6 Exzellenzclustern und dem Titel der Exzellenzuniversität zu den herausragenden Universitäten in Deutschland. Und wir möchten natürlich unsere Stellung national und insbesondere auch international nicht nur halten, sondern wir möchten die gern ausbauen. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass wir auch noch mehr uns engagieren bei den globalen Transformationsprozessen, dass wir Schrittmacher werden eben von Entwicklung. Und das ist unser großes Ziel, Schrittmacher zu sein in gesellschaftlichen und natürlich wissenschaftlichen Entwicklungen. Und da gibt es ja schon einige Erfolge, somit auch viel Lobpreisanerkennung. Was hilft Ihnen da nicht abzuheben? Ich glaube, man wird in der Alltagsarbeit immer wieder geerdet, gell? Weil es ist natürlich nicht nur so, dass wir über Strategien sprechen können, über Erfolge in der Alltagsarbeit, sondern es ist auch so, dass es viele Mühen gibt, ja, die wir zu bewältigen haben. Und dann hilft natürlich auch mein Team, mich zu erden und natürlich auch die Familie. Mühen ist natürlich Stichwort für die Aktualität. Sie sind Entwicklungsbiologe. Wie geht das weiter mit dieser Pandemie? Was sagen Sie? Ja, ich hoffe, dass wir die bald überwinden können. Wobei ich schon auch denke, dass wir mit dieser Erkrankung, mit Corona weiterleben müssen. Aber wir sind, glaube ich, jetzt dabei, die Impfstrategie richtig umzusetzen. Und ich bin schon optimistisch, dass wir im Herbst oder wenigstens zum Ende des Jahres große Teile der Bevölkerung durchgeimpft haben werden. Und dann wird auch der Betrieb in der Universität wieder stattfinden können. Meinen Sie wirklich, Uni Bonn startet wieder in den Präsenzmodus? Ja, ich hoffe doch sehr. Gell, vielleicht mit Einschränkungen im Wintersemester, also, aber die Hoffnung ist schon, dass wir wieder viel mehr öffnen können. Gell, und natürlich muss man auch die Hygieneregeln einhalten, aber wir möchten, dass die Studierenden wieder zurückkommen können. Ja, das wünschen sich sehr viele. Herr Professor Hoch, nochmals vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt im Übrigen im Netz einen wunderbaren Film über ihn zu finden, leicht mit dem Namen Michael Hoch, Uni Bonn. Sehr empfehlenswert. Und hier geht's jetzt weiter mit der Hochschullehrerin des Jahres und dem Hochschullehrer des Jahres. Bitte, Professor Kempen. Und hier werden wir nun thematisch hochaktuell. Sie ahnen es schon, gleich geht es in die Welt der Virologie. Zunächst der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird vom DHV mit Unterstützung des Zeitverlags Gerd Bucerius vergeben. Und so vielfältig die Welt auch und gerade in der Wissenschaft der Virologie ist, so schwer Entscheidungen in der Pandemie zu fällen sind, so viele Meinungen auf so unterschiedlicher Datenlage abzugleichen sind, so schwer war in diesem Jahr die Wahl des Hochschullehrers des Jahres. Kurz, wir haben 2 Preisträger, derzeit auch bekannt durch Film und Fernsehen, Radio und Podcast. Hochschullehrerin des Jahres ist Frau Professorin Dr. Sandra Ziesek, Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Und Hochschullehrer des Jahres ist Herr Prof. Dr. Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Lassen Sie uns fachsimpeln über das Virus.
Geballter virologischer Sachverstand, Fachsimpeln über das Virus. Doch Christian Drosten und Sandra Ziesek sind nicht nur für ihre Expertise bekannt, sondern auch für die Offenheit, mit der sie andere daran teilhaben lassen. Öffentlichkeitsarbeit habe ich eigentlich immer gemacht über Wissenschaftsinhalte. Ganz einfach, damit der Steuerzahler versteht, was er da bezahlt. Es ist aber natürlich jetzt in dieser Pandemie eine Sondersituation. Mir war das sehr früh klar, dass in diesen Zeiten die Wissenschaft vielleicht auch eine andere helfende Funktion in der Gesellschaft erfüllen muss. Indem man das Wissen, was wir haben, einordnet und auch laienverständlich macht, dass auch Privatleute diese Krise besser meistern und das besser einordnen können. Wenn die Bevölkerung nicht versteht, was das alles soll, dann kann das auch politisch, gesellschaftlich nicht funktionieren. Ein Podcast sorgt für Aufmerksamkeit. Das Coronavirus Update. Mit Professor Christian Drosten. Moin, Herr Drosten. Hallo. Hallo, Frau Ziesek. Ja, hallo. Die richtige Ansprache dabei, für Sandra Ziesek kein Problem. Zum einen überlege ich mir immer, ich müsste es meiner Mutter erklären zum Beispiel, die ja jetzt gar nicht aus diesem Bereich kommt. Und zum anderen, glaube ich, hilft mir da der Patientenkontakt, den ich hatte. Ich hatte ja jahrelang in der Klinik gearbeitet und da müssen Sie Patienten auch oft eine Krankheit erklären und die Zusammenhänge und die Folgen. Auch Christian Drosten bringt Licht in das Dunkel und muss sich dabei nicht mühen, verständlich zu sein. Im vergangenen Jahr wurde der Professor der Berliner Charité in der Öffentlichkeit so zu einer Art Gesicht der Pandemie. Naja, der Hochschullehrer ist eben schon derjenige, der die Dinge vermittelt. Und ich finde es eine ziemlich natürliche Verbindung, vom Hörsaal zu einem breiten Publikum zu gehen, wenn es gut dosiert ist und wenn es eben auch so abläuft, dass man da über das spricht, mit dem man sich wirklich auskennt. Sandra Ziesek und Christian Drosten sind Talente in zwei Disziplinen. Sie sind hervorragende Wissenschaftler und sie sind hervorragende Kommunikatoren, was nicht selbstverständlich ist und auch überhaupt nicht einfach ist. Eine hochkomplexe Materie für den Alltagsmenschen verständlich zu erklären, ist eine wirkliche Kunst. Und die beiden zeigen, dass es geht. Die beiden haben ein großes Talent in dem Bereich und ich bin froh, dass wir sie haben. Sandra Ziesek forscht und lehrt in Frankfurt zum Virus. Auch sie medienerfahren und versiert. Denn komplexe Sachverhalte laienverständlich zu formulieren, dafür hatte die 43-Jährige schon früh ein Talent. In der 11. oder 12. Klasse macht man ja so Berufsfindungstests beim Arbeitsamt. Und da war ich auch in der Schule und musste, weiß ich nicht, ganz viele Fragen beantworten. Und am Ende kam dann raus, was für mich der ideale Beruf ist. Und da kam bei mir raus, ich soll Beipackzettel von Medikamenten schreiben. Oh, das ist aber nett. Danke. Ja, freut mich sehr. Ja, vielen Dank auch von mir. Und wir freuen uns mit. Eine Medienerfahrung, die uns allen zugute kommt. Stellvertretend für viele von dieser Stelle aus herzlichen Glückwunsch an Frau Professorin Ziesek und Herrn Professor Drosten. Und auch aus journalistischer Sicht kann ich nur sagen, danke für diese Auszeichnung, einmal mehr verdient. Wir kommen nun zur siebten und auch letzten Auszeichnung dieser Veranstaltung. Es geht um den Wissenschaftsminister des Jahres. Der Preis wird zum 13. Mal vergeben und ist Ergebnis einer Online-Umfrage unter den Mitgliedern des DHV. Auch jetzt erleben Sie noch einmal eine Premiere. Erst mit dem heutigen Tag wird bekannt, dass auf Platz 3 Theresia Bauer gelandet ist. Die Ministerin, die langjährige Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg von den Grünen. Sie war schon in den Jahren 2013, 15 und 16 Wissenschaftsministerin des Jahres. Auf Platz 2 kam Katharina Fegebank, ebenfalls von den Grünen. Sie ist nicht nur zweite Bürgermeisterin der Hansestadt Hamburg, sondern dort auch Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke. Und nun zu Platz 1. Auf dem ist ein alter Bekannter gelandet, eine verlässliche Größe eben. Er steht für Vertrauen und Verlässlichkeit. Er sieht Potenziale für die Zukunft.
Er kurbelt das Hochschulgesetz an und damit die Wissenschaft. Mit komplexem Blick und großem Herz. Dafür steht und holt damit erneut den Titel Herr Professor Dr. Armin Willingmann, Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt, den wir jetzt in Wernigerode begleiten. Mit Lea unterwegs. Für Hund und Herrchen ein vertrautes Terrain. Denn die Fachhochschule von Wernigerode war lange die Wirkungsstätte von Armin Willingmann. Ein nicht unerheblicher Teil meiner beruflichen Laufbahn war dieses Amt der Leitung der Hochschule Harz. Das hat geprägt. Das hat ja den Entschluss befördert, in die Politik zu gehen. Also ein Stück weit Rektor steckt da immer noch drin. Aber zugleich muss man auch wissen, dass man jetzt auf einer anderen Seite steht. Begegnungen auf Augenhöhe an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt. Sie sind Armin Willingmann wichtig. Der Minister möchte präsent sein, stets ansprechbar für die Belange von Forschung und Wissenschaft. Eine verlässliche Größe eben, nach Zeiten heftiger Umbrüche im Land. Ich glaube, es ist uns in diesen 5 Jahren gelungen, tatsächlich wieder Vertrauen in Wissenschaftspolitik zu erzeugen und Verlässlichkeit. Und das sind Rahmenbedingungen, auf die sind Hochschulen, Universitäten, auf die sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwingend angewiesen. Und der Minister begleitet sie auf ihrem Weg. Er eröffnet Möglichkeiten und zeigt Perspektiven auf. Auch Unternehmensgründungen will er vereinfachen, die aus den Hochschulen heraus stattfinden. Denn für Armin Willingmann ist das Potenzial der Zukunft der eigentliche Schatz. Wir wollen dem Brain Drain entgegenwirken. Wir haben in den letzten Jahren durch zahlreiche, sehr erfolgreiche, mitunter spektakuläre Ansiedlungen Arbeitsplätze geschaffen, die es auch für junge Menschen attraktiv machten, im Sachsen-Anhalt zu bleiben. Jetzt möchten wir es aber auch attraktiv machen, dass junge Menschen, die sich selbstständig machen wollen, diese Selbstständigkeit in Sachsen-Anhalt anstreben. Junge Start-ups ermutigen und ermöglichen. Das macht viel Sinn, meint Armin Willingmann. In Sachsen-Anhalt haben sie auch deswegen das Hochschulgesetz novelliert, um Wissenschaft anzukurbeln und Forschung zu beschleunigen. Eine gute Perspektive findet der Minister, der seine Rolle so sieht. Als Sachwalter der Wissenschaft im Kabinett, als ihr Trommler, wenn es darum geht, dass Wissenschaft nicht unter die Räder kommt, als derjenige, der ein offenes Ohr hat für die Belange der Hochschulen auf der einen Seite, aber auch die Fähigkeit, zu erklären, warum Politik nicht jedem Wunsch Rechnung tragen kann. Also schon mit einem sehr komplexen Blick auf das Amt, aber eben auch mit einem großen Herzen für das, wo ich herkomme, nämlich aus der Wissenschaft und aus den Hochschulen. Vielen herzlichen Dank für diese Auszeichnung, über die ich mich sehr freue. Es ist eine besondere Anerkennung, die ich zu schätzen weiß. Und wir wissen, die Leistungen der Politik zu schätzen, um der Wissenschaft einen konstruktiven und gedeihlichen Rahmen zu geben. Das Ringen darum ist ja auch unsere Aufgabe. Das war nun unsere Gala der Wissenschaft in diesem Ausnahmejahr 2021. Wir freuen uns, dass wir mit diesem virtuellen Format unsere Tradition aufrechterhalten konnten und danken allen Beteiligten. Vor allem danken wir Ihnen, unserem Publikum, für die Aufmerksamkeit und das Begleiten dieser virtuellen Gala. Wir hoffen sehr, dass es ein bisschen mehr war als eine Ihrer vielen Videokonferenzen und Sie erfreuliche Erkenntnisse gewinnen konnten. Bevor wir zum Abschluss gleich noch einmal About Aphrodite erleben, Herr Professor Kempen, ein Blick in die Zukunft. Wie sieht die Gala im nächsten Jahr aus? Tja, wir hoffen natürlich, dass bis dahin die Pandemie so weit im Griff ist und dass ein Zusammenkommen in Realität wieder möglich sein wird. Wenn alles gut wird, dann sehen wir uns im nächsten Jahr am 28. März in Berlin wieder. Wir freuen uns auf Sie.